Hallo alle, schön, dass ihr zuschaut. Ich habe heute ein Rezept für euch, und zwar Fruchteinlagen. Zuerst einmal das Gute an Fruchteinlagen, und zwar ihr könnt sie individuell verwenden. Das heißt, ihr könnt sie nach eurem Geschmack zubereiten, in den Früchten, die ihr gerne möchtet. Ihr braucht nicht zwingend frische Früchte dazu. Das heißt, ihr könnt auch gerne Tiefkühlfrüchte benutzen. Das macht überhaupt nichts. Das ist sogar bei manchen Sachen ein bisschen besser. Dann ihr könnt sie natürlich auf die Größe zubereiten und auf die Höhe, die ihr haben möchtet. Das heißt, ihr könnt es individuell anpassen. Und sie ist natürlich super fruchtig und überhaupt nicht schwer. Das heißt, wenn ihr eine schwere Creme habt, könnt ihr ein bisschen Creme verwenden und eine Fruchteinlage mit einbauen. Das Rezept bzw. die Mengenangaben findet ihr alle unten in der Infobox. So, ich beginne damit, dass ich meine Früchte erst einmal püriere. Bei mir waren das jetzt Heidelbeeren, die waren auch tiefgefroren. Wichtig ist nur, dass ihr die vorher ein bisschen antauen lasst, dass die nicht mehr ganz so hart sind, dass sie sich einfach leichter pürieren lassen. Es kann sein, dass ihr zu dem Pürieren nochmal einen ganz kleinen Schluck Wasser dazugeben müsst, damit es sich einfach leichter pürieren lässt. Ihr könnt es danach durch ein Sieb streichen, um die kleinen Körnchen rauszufischen. Dann müsst ihr aber eben schauen, dass ihr genug habt von der Grammanzahl her. Dann lasse ich das Ganze schön sprudelnd aufkochen, wie ihr jetzt gerade seht. Ich lasse mein Püree dann erst einmal einkochen. Ihr seht das, die Bläschen werden ein bisschen kleiner. Hier sieht man das jetzt, also da sieht man, das wird ein bisschen dicker. Die Flüssigkeit wird ein bisschen reduziert. Dann habe ich mir Agatine aufgekocht, nach Packungsanleitung zubereitet. Und dann rühre ich die auch noch in dieses Heidelbeerpüree mit ein. Man könnte das auch direkt machen, aber da ist halt die Gefahr dann immer mit dem Wasseranteil, damit es eben auch geliert. Ihr könnt euch auch eine Geleeprobe machen, dafür einfach ein bisschen was auf den Teller und gucken, ob es geliert. Dann lasse ich die so 5 Minuten abkühlen und gebe die in meine vorbereiteten Formen. Wenn ihr keinen Backring habt, nehmt ihr einfach einen Teller, wie ihr gesehen habt, und legt den mit Frischhaltefolie aus und gebt das dann da rein. Ich mache das dann so, ihr seht das, unten ein bisschen Creme, dann die Fruchteinlage und dann nochmal ein bisschen Creme obendrauf. Die Fruchteinlage ist übrigens super bei meiner Familie angekommen, als ich die das erste Mal gemacht habe. Einfach dadurch, dass die Torte ein bisschen frischer wird und nicht ganz so schwer. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, es ist für euch eine gute Alternative zu sonstigen Füllungen. Bis zum nächsten Mal.